Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und willkommen zu dieser Special Edition über das Wolf Festival in Düsseldorf. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich dachte, über das Wolf Festival mache ich so eine etwas andere Special Edition, um euch so ein bisschen zu erzählen, was ich dort gemacht habe, ein bisschen zu zeigen, was ich dort gemacht habe. Aber auch euch einfach meine Wolle zu zeigen, die ich dort gekauft habe. Und deshalb wird das so ein Mischmasch an verschiedenen Sachen sein. Ich werde euch erstmal so ein bisschen erzählen, was ich dort erlebt habe, wie es war. Werde euch dann ein paar Szenen einblenden. Ich habe wirklich versucht, einiges zu filmen. Aber ihr wisst, ich bin nicht wirklich multitaskingfähig. Ich habe mich aber wirklich bemüht, irgendwie parallel zwischendurch mal die Kamera auf alles zu halten. Deshalb so ein bisschen habe ich euch auf jeden Fall mitgenommen. Ich hoffe, es ist ausreichend. Ich habe noch nicht reingeschaut, deswegen werde ich mich beim Schneiden überraschen lassen. Aber nein, es sollte schon ein ordentlicher Einblick für euch dabei sein. Genau. Und danach zeige ich euch noch die ganze Wolle, die ich dort gekauft habe. Es war im Endeffekt so, ich bin am Samstag mit dem Zug losgefahren nach Düsseldorf. Das war allein schon eine riesen Herausforderung. Es war eine wahnsinnige Odyssee. Also, ich bin sonst nicht so die Zugfahrerin, auch wenn ich es deutlich lieber mag. Ich finde, Zugfahren ist das Entspannteste überhaupt. Man setzt sich hin, man kann lesen, stricken, machen, was man möchte. Aber die Deutsche Bahn ist nicht so zuverlässig. Und es liegt auch nicht nur am 9-Euro-Ticket jetzt. Also es war auch vorher schon so, dass ich manchmal dachte so, verdammt, werde ich mal mit dem Auto fahren, weil man dann mittendrin irgendwo stecken geblieben ist, nicht mehr weitergekommen ist. Also das ist einfach so ein ewiges Ding. Insgesamt wäre es auf jeden Fall die entspanntere Variante, aber im Endeffekt war ich 3 Stunden unterwegs nach Düsseldorf. Eigentlich bräuchte ich knapp 1 Stunde mit dem Auto. Das war schon eine Hausnummer und es war so, dass ich dann mit dem Bus zum Bahnhof gefahren bin. Von da aus musste ich nach Kamen nochmal mit dem Bus, weil der Zug von Unna aus nicht direkt durchgefahren wäre nach Düsseldorf. Dann war es schon so, dass der Bus Verspätung hatte. Es war aber nicht schlimm, weil der Zug hatte auch Verspätung. Dann ist dieser Zug ausgefallen. War auch noch okay, denn dafür ist der Zug gekommen, der 1 Stunde Verspätung hatte und eigentlich vor 1 Stunde da sein sollte. Dann ist er ein paar Stationen gefahren, dann waren wir Dortmund Hauptbahnhof und ja, dann standen wir da schon so ein bisschen in Dortmund Hauptbahnhof und plötzlich kam so die Durchsage, ach übrigens, an den und den und den Haltestellen und Düsseldorf Hauptbahnhof halten wir gar nicht mehr. Sorry, da müsst ihr aussteigen. Oh nein, da bin ich rausgerannt. Da meinte einer von den Typen draußen von wegen, ja, in einer Minute auf Gleis 21 kommt noch einer. Gleis 21 war 1000 Gleise weiter. Ich bin also losgesprintet, um diesen Zug in einer Minute zu kriegen. Dann saß ich in diesem Zug, habe ihn gekriegt. Dachte mir, okay, ab jetzt Entspannung pur. Nee, der hatte dann auch noch mal 1/2 Stunde Verspätung. Und da war es wirklich so, dass er zwischendurch einfach mal mittendrin stand auf dem Weg, sich nicht mehr weiter bewegt hat. Am Ende war es, glaube ich, 40 Minuten Verspätung. Ach, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall schon eine Herausforderung, überhaupt nach Düsseldorf zu kommen. Ja, Düsseldorf, wuselig wie immer, viel los. Bin ich mit der U-Bahn zum Wolf-Festival gefahren. Ich habe schon gesehen, dass direkt um 10 Uhr, deswegen eigentlich bin ich nicht so traurig, dass ich nicht pünktlich um 10 Uhr da war, waren halt riesige Schlangen, riesige Menschenmassen. Die Menschenmassen waren aber auch noch immer da. Es war wirklich völlige Reizüberflutung. Es waren echt viele super schöne Stände. Es waren so viele Menschen unterwegs. Unfassbar einfach. Also ich finde, es war nochmal, nein, es war nicht mehr als bei Kigo. Es war anders einfach. Es war anders. Ich glaube, so von der Standanzahl war es ungefähr das Gleiche. Aber ich weiß nicht, also ich bin in dieses reizüberflutete Milieu irgendwie reingegangen. Bei Kiegehof war es auch noch so, dass einige Stände draußen waren, auf dem Hof. Ich glaube, deswegen hat sich das alles so ein bisschen aufgelockert. Aber es war einfach so kabum. Plus natürlich diese 30 Grad Hitze mit praller Sonne, die kam natürlich hinzu. Aber die Location war super gewählt. Es waren Rheinterrassen in Düsseldorf. Man hat direkt auf den Rhein geguckt. Man konnte auch rausgehen, dort was trinken, was essen und hatte halt direkt den Rhein neben sich. Also die Location haben die wirklich, wirklich super ausgesucht. Die Aussteller waren auch super ausgesucht. Also man ist reingekommen, hatte erstmal so ein bisschen Opalwolle und solche Sachen. Und ab da fingen halt, finde ich, so die ganzen kleinen Designer an und Handfärberinnen und alles Mögliche. Also es gab Nadeltaschen, es gab einfach alles. Es gab alles. Ich habe relativ wenig Maschenmarkierer gesehen, aber an Wollvariationen gab es wirklich alles. Also ich glaube, jeder ist da zufrieden rausgegangen, weil es gab auch aus jedem Farbschema etwas. Also wenn jemand Neon nicht mag, dann hat er aber pastellfarbene Töne gekriegt oder vielleicht totale Neutrals oder sonst was.
Unifarben oder kunterbunt. Also von allem gab es wirklich etwas. Es hat sich super gelohnt. Die ganzen Aussteller an sich sind auch wirklich coole Leute. Jeder hat so sein eigenes Ding und jeder ist auf seine eigene Art und Weise auch teilweise ein bisschen abgespaced, aber super sympathisch. Also hat sich total gelohnt. Ja, ich habe versucht, eigentlich wollte ich verschiedene Wollen von verschiedenen Leuten so ein bisschen kaufen. Wiederum habe ich ja euch gesagt, ich habe versucht, so grob zu planen, was ich machen will. Das ist nicht wirklich aufgegangen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich habe es zeitlich an einem Freitag einfach nicht geschafft, wirklich strukturiert zu planen. Deshalb habe ich das wieder so Pi mal Auge gemacht. Pi mal Auge, genau. Pi mal Daumen. Ja, aber ich habe einige schöne Sachen gefunden. Dann noch so zu so ein bisschen so dem Zwischenmenschlichen. Ich habe das erste Mal die Eva von Polly McLaren in Real Life gesehen und sie kennengelernt. Und im Endeffekt habe ich den ganzen Tag mit ihr verbracht. Und es war so schön und so nett. Und ach, ich habe es wirklich genossen. Ich weiß nicht, ob man das so raushört, aber ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr genossen. Sie hat mich dann auch noch ein paar anderen Mädels aus dem Saarland vorgestellt. Und auch das war super, super nett und schön. Und ach, ich habe euch ja schon mal gesagt, dass hier in der Gegend habe ich nicht wirklich so Strickleute und das finde ich immer so schade, weil manchmal würde ich mich gerne mit jemandem einfach so ins Café oder im Park setzen und einfach so ein bisschen zusammen stricken oder einfach mal über Strickerei zu diskutieren oder halt auch so eine Anleitung zu erklären. Sie hat mir dann auch endlich erklärt, wie die Rose Gold Sock wirklich funktioniert. Es ist so simpel. Wie gesagt, manchmal steht man auf dem Schlauch, deswegen macht euch da keine Gedanken, wenn ihr manchmal nicht weiterkommt. Das ist einfach manchmal so. Aber im Endeffekt ist es super easy. Ich stand halt nur wirklich auf dem Schlauch und wusste nicht, wie es gemeint ist. Und manche, ich finde es auch ein bisschen widersprüchlich formuliert, aber wenn man weiß, wie, ist die Anleitung mega, mega easy. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ja, ich habe am Ende Wolle für einen Cardigan gekauft und Sockenwolle. Was auch sonst. Opalwolle konnte ich mich nicht wirklich entscheiden, aber die Opalwolle mag ich sehr, sehr gerne. Da habe ich jetzt aber nichts mehr Neues mitgenommen, sondern eigentlich wirklich nur handgefärbte Wolle. Ja. Und ansonsten war da, glaube ich, nichts Besonderes. Ich war nur am Samstag da. Am Sonntag gab es noch einen Strickkurs, hat Eva auch erzählt. Also auch Strickkurse hätte man machen können. Wir haben dann noch ein bisschen dort praktisch draußen gesessen, was getrunken, gequatscht. Da waren super viele Leute am Stricken. Also wirklich, das ganze Ambiente war schon allein richtig, richtig schön. Also ich kann es euch wirklich nur für die Zukunft empfehlen. Geht hin, guckt euch das mal an. Ihr könnt wirklich tolle Sachen finden. Ich finde halt auch manche Sachen online, also manche Farben, sieht man halt nicht so vernünftig. Und ich gucke mir die halt lieber in Real Life an, was natürlich schwierig ist, wenn alle überall verteilt sind, in ganz Deutschland oder auch außerhalb. Ach genau, da kommen wir auch zu dem Faktor, es war eine Handfärberin, glaube ich, da, die aus Mallorca kam, wenn ich mich nicht irre, und eine Truppe aus den Niederlanden. Aber lass mich nicht lügen. Also Mallorca bin ich mir fast sicher, Holland nur so halb. Wenn, dann streich Holland. Aber ne, auf jeden Fall war es so ein bisschen auch international. Und eine Handfärberin auch aus Polen. Richtig schön. Die heißt 7 Oczek, also eine 7 und dann Oczek. Ich habe leider nichts von ihr gekauft, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, was ich daraus stricken möchte. Aber auch die hatte super schöne Wolle. Die war nicht so abgespaced, gesprinkelt oder sonst was, sondern eher so feine Basistöne und so. Fand ich auch super schön. Aber ich wusste dann erstmal nicht, was ich damit machen möchte. Dann dachte ich, aus der Wolle, die ich habe, möchte ich gerne einen Cardigan von The Knitting Me machen. Dann dachte ich mir aber, aus der Wolle hätte ich lieber so einen Basic Cardigan. Ja, deswegen, das war so mein innerer Zwiespalt. Im Endeffekt dachte ich mir, ich hätte von ihr so eine Basiswolle kaufen können, um dann daraus den Jewel Flower Cardigan von The Knitting Me zu machen. Bei der so ein ganz schönes Muster hat, ungefähr so wie Rose Gold Sock, auch wunderschön. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, bei so verrückten Mustern oder ein bisschen nervöseren Mustern oder überhaupt irgendwelchen Mustern, mag ich es halt lieber relativ neutrale und einfarbige Garne zu benutzen. Ja, und ich glaube, ich war bis 5 Uhr dort oder irgendwie 4:30 oder so, also schon eine ganze Ecke und dann ging es für mich auch zurück. Auf dem Rückweg war es super, super voll. Das Gute war, auf dem Hinweg konnte ich übrigens auch stricken in der Bahn. Das war auch super angenehm.
auf dem Rückweg nicht so sehr. Es war mega voll, auch mega verspätet. Ich war wieder so lange unterwegs und da musste ich am Ende auch noch zu Fuß vom Bahnhof nach Hause laufen. Aber es war insgesamt ein super, super schöner Tag und ich hatte wirklich viel Freude daran. Ja, und deswegen würde ich mal sagen, ich blende euch jetzt mal meine Aufnahmen von dem Tag ein. Es ist gerade Samstag und für mich geht es heute auf das Wollfestival. Ich freue mich riesig. Ich habe gestern schon einiges an Sachen gepackt, weil es für mich nach Düsseldorf geht. Ich werde mit der Bahn fahren und deshalb frühstücke ich jetzt noch mal eine Kleinigkeit, gehe mit Cleo und dann geht es auch schon los für mich. Ich werde euch so gut wie es geht mitnehmen. Ich hoffe, ich kriege das Multitasking-mäßig hin, Wolle zu shoppen, mit Leuten zu reden und zu filmen. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Jetzt wieder zur U-Bahn. Das war's für heute. Ich werde euch auf jeden Fall noch einen Ticken mehr zu allem erzählen, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber es war so, so schön. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe die liebe Eva kennengelernt und oh, es war so eine schöne Zeit. Wirklich sehr, sehr schön. Es hat mir so viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich erzähle euch alles im Detail, wenn ich zu Hause bin. Jetzt laufe ich einmal zur U-Bahn, muss gucken, welcher Zug mich zurückführt nach Hause. Aber ja, also insgesamt ein super schöner und erfolgreicher Tag. Zuallerletzt zeige ich euch selbstverständlich die Wolle, die ich gekauft habe. Das ist der Beutel, den ich mit dem Ticket zusammen bekommen habe. Und ihr werdet relativ schnell bemerken, dass ich unfassbar viel von Kiezgarn gekauft habe. Das meiste eigentlich von meinen gekauften Garn ist von Kiezgarn. Aber ich habe es ja vorher schon angekündigt, dass ich da mega angefixt war und schon die ganze Zeit von ihr was bestellen wollte, aber die ganze Zeit auf das Wollfestival gewartet habe, weil ich da einfach die Farben in Real Life sehen konnte und das halt deutlich geiler finde. So, das ist der erste Strang, den ich von ihr habe. Der war sogar im Sale.
Das ist der Silky Soulist mit 70% Merino und 30% Seide. Mega fluffig, mega schön. Davon gab es leider nur einen Strang oder ich habe nur einen gefunden. Aber ich glaube, so ein nettes Mützchen oder so lässt sich da auf jeden Fall draus stricken. Oder ich gucke, ob ich das irgendwann mal mit irgendwas anderem kombiniere. Aber dieser Strang ist so wunderschön, dass ich das gar nicht mit irgendwas anderem kombinieren möchte eigentlich. Es ist, ach, das sind ja absolut meine Farbtöne. Bin ich total in love mit. Oh, so, so schön. Aber es wird noch schöner. Keine Sorge. Das ist der erste Strang. Dann, auch von ihr im Sale, ist dieser hier. So sieht der aus. Auch so geil. Das ist die perfekte Winterfarbe, finde ich. So, das ist die Merino Sock One of Kind. Auch 75% Merino und 25% Nylon. Also daraus werden wirklich perfekte Socken. Da freue ich mich auch total drauf. Und ach, also die hat so ein Talent. Ich finde die so wunderschön. Ich könnte mir die echt die ganze Zeit angucken. Und extra für euch habe ich die übrigens die ganze Woche jetzt nicht ausgepackt und wirklich darauf gewartet, dass ich sie filmen kann. Dann wäre mein Freund selbstverständlich sauer gewesen, wenn ich ihm nichts mitgebracht hätte. Da habe ich diese Sockenwolle gefunden. Die ist von Rohrspatz und Wollmeise. Die besteht auch aus 80% Wolle und 20% Polyamid und heißt die Wilde Maus. Also er hat sehr viel so in Rottönen, hat blaue Augen und deswegen passt das eigentlich super zu ihm. Und qualitativ fühlt sie sich auch richtig schön an. Von der habe ich noch nicht so viel gehört. Aber ich werde euch auf jeden Fall davon berichten, wenn ich die verstrickt habe. Von der Farbkombi her finde ich es super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann gucken wir nochmal in unser Säckchen hier. Haben wir nochmal, oh Wunder, Kiezgarn. Auch das habe ich am Ende in ihrem Sale gefunden. Es war auch ganz suspekt. Ich habe erst eine Runde bei ihr eingekauft, dann habe ich eine zweite Runde gemacht, habe nochmal was bei ihr gekauft. Und dann hieß es, dass sie noch einen Sack hinten haben, wo auch noch ein paar Einzelstränge im Sale sind. Und dann dachte ich mir so, verdammt, da muss ich reingucken. Ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Hätte ich auch bereut, weil auch diesen schönen Strang habe ich dort gefunden. Das ist die Zebra Twist Sock aus 80% Merino und 20% Nylon. Mega, mega schön. Ich habe für meinen Freund ja auch mit so einem Muster einmal, beziehungsweise die sind ja irgendwie anders gezwirnt oder so, fragt mich nicht, ich bin da kein Profi, habe ich auch schon mal eine Socke gestrickt und ich finde, die ist so cool meliert geworden, deswegen habe ich gesagt, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren und ja, ich stehe ja aktuell so auf Flieder-Lila-Töne und deswegen war das der absolut richtige Fund, den ich da gemacht habe. Super schön. So, schauen wir mal weiter hier in meine Wunderkiste. Auch für meinen Freund wieder ist diese schöne Wolle von Ushitita. Das ist die Merino Sock. Die besteht aus 75% Merino und 25% Nylon. Und ich glaube, das war auch irgendwie die erste oder zweite Wolle, die ich gekauft habe. Auch da mega geiler Farbverlauf. Ich habe das erste Mal von ihr Garne gekauft, deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen. Fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an und die Farbe ist mega cool. Das war auch die Farbe, die meinem Freund am besten gefallen hat. Also auch daraus werden sehr coole Socken entstehen. So, dann schauen wir weiter. Ja, und ich glaube, es endet wirklich mit Kiezgarn-Sachen. Ich räume meinen Beutel hier zur Seite, damit ich euch das ein bisschen schöner zeigen kann. Das schieben wir mal hier weiter weg. Denn aus dieser schönen Wolle möchte ich einen Cardigan stricken. So, und das war auch vor allem die Farbe, auf die ich es abgesehen hatte. Und ach, mega, mega cool. Ich habe davon, ich glaube, 5 Stränge gekauft. Ich hoffe es auf jeden Fall. Weil nachdem ich jetzt so im Nachhinein nochmal durchkalkuliert habe, dachte ich mir, 5 werde ich auf jeden Fall brauchen. Doch, sind 5, wenn nicht sogar 6. Außer ich habe hier noch was anderes. Ne, was anderes. Zeige ich euch gleich. Genau, ich habe 5 Stränge von dieser Farbe gekauft. Das ist die Farbe Neukölln Karussell.
Und die gab es einmal, ich glaube sogar mit Seide in der Mischung und Merino. Ich habe die extra mit Nylon genommen, weil Eva hat mir einen Tipp gegeben, weißt du was, wenn es doch am Ende zu viel ist, dann kannst du daraus immer noch Socken machen. Und sie hat absolut recht, ne? Weil auch diesen Rest irgendwo liegen zu lassen, würde ich nicht übers Herz bringen. Und das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Wirklich, also das hat sie so wunderschön gefärbt. Ich bin hin und weg. Und wie gesagt, das war eigentlich so der Hauptgrund, bei ihr zu kaufen. Und der Rest ist dann halt so über mich gekommen. Aber vor allem die wollte ich unbedingt haben. Ja, ich werde daraus irgendeinen Cardigan machen. Ich habe schon eine Anleitung von Hedgehog Fibers vom Le Pouf oder Le La Pouf. Irgendwas in der Art heißt auf jeden Fall dieser Cardigan von Hedgehog Fibers. Die nimmt das Fingering Weight Garn, nimmt sie doppelt. Wäre natürlich eine Option, aber wer eine gute Basic Cardigan Strickanleitungsempfehlung hat für Fingering Weight Stärke, so, soll mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr freuen über Inspiration, weil noch habe ich es nicht angestrickt, noch ist es nicht gewickelt, von daher ist noch alles offen. Ja. Dann habe ich noch einen Sockengarn. Ja, auch von Kiezgarn. Was soll ich anderes sagen? Ich liebe die Wolle einfach. Ist auch in diesem wunderschönen Violettton in meiner neuesten Lieblingsfarbe und auch wieder super schön. Das ist die Farbe Lila Liebling Deacons oder so. Besteht auch aus 80% Merino und 20% Nylon. Mega, mega schön. Ich glaube, das wird auch so eine Sockenwolle sein, die ich mit irgendeinem Muster stricken werde. Weil die halt auch nur so ein bisschen, ne, meliert ist, aber insgesamt doch schon sehr einfarbig ist. Und ich finde, aus solchen kann man immer schön Mustersocken machen. Ja, so. Und jetzt kommen wir zu meiner Highlight-Überraschung, die ich bei dem Wollfestival hatte. Als ich Eva, beziehungsweise sie hat mich gesehen und als wir uns begrüßt haben, hat sie mich überrascht und zwar mit ihrer neuesten Färbung. Ist die nicht schön? Sie hat sie schon bei Instagram drin, die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr ihr folgt. Wenn nicht, folgt ihr auf jeden Fall. Aber diese Färbung, guckt euch das an. Also als sie die gepostet hat, war ich direkt verliebt und fand die so, so schön. Ich finde vor allem mit diesem Orange, also ich hätte früher nie gedacht, dass ich Gelb und Orange und sowas mag, aber ich finde Gelb und Orange und auch so Ockerfarben passt halt so gut zu solchen Pink-Lila-Tönen und allem und die ist wirklich super geworden. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. Doch, Bauchtanz. Bauchtanz heißt die Farbe. Die wird sie bald in ihrem Shop haben und ja, das war eine mega süße Überraschung. Ich habe mich so gefreut und mega, mega hübsch auf jeden Fall. Ja, und das war's soweit zu meinen Garnen. Das sind hier meine Errungenschaften. Wie gesagt, sehr Kiezgarnlastig, aber das war auch der Plan und ich bin mega zufrieden damit. Wie gesagt, das Einzige, was ich so ein bisschen bereue, ist, dass ich bei Seven Ocek, ich weiß nicht, irgendwie habe ich 1000 Varianten von diesem Namen, bei Seven Ocek, dass ich da nichts gekauft habe, aber wahrscheinlich liefern die auch bis nach Deutschland. Von daher ist das irgendwo vertretbar. Außerdem habe ich jetzt erstmal genug Garne, mit denen ich jetzt schön arbeiten kann. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von meinem Ausflug zum Wollfestival in Düsseldorf gewinnen und auch von meinen Garnen, die ich dort gekauft habe. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Es wird diesmal am Sonntag den Podcast geben, weil ich das extra so ein bisschen umgeändert habe, damit das irgendwo chronologisch alles einen Sinn macht. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Abonniert meinen Kanal. Es wird regelmäßig Videos geben. Ich versuche auch wirklich da zuverlässig zu sein und ausreichend häufig was hochzuladen. Und ach, es freut mich sehr, dass die Videos so gut bei euch ankommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zum Podcast. Macht's gut. Ciao.